Hallöchen, Lutschergen. Ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Folge RimWorld Biotech hier bei eurem Bombardin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier wird gerade der neue Generator gebaut, damit wir wieder mit dem Strom ein bisschen safe sind. Das läuft aktuell nicht ganz so gut hier, aber das wird sich, denke ich, gleich ändern. Und bald können wir auch das Ritual, das nächste, durchführen. Da freue ich mich auch schon drauf. Vielleicht kommt ja mal was Gutes dabei raus. Schön wär's. Ansonsten ist gerade ein bisschen ruhig. Hier, Isasi und Standard legen Fliesen, während Alice Cooper und Cabo sich lieben. Ist okay. Wir sind da nicht so in dieser Kolonie hier. Wir haben da keine Scham oder so. Es ist alles prima. Everything is awesome. Alles supi. Freie Liebe. Woo. Ansonsten unsere Zone, der ist richtig heftig. Ich befürchte, dass unsere königlichen Küken sich nicht reiten lassen. Das finde ich doof. Sei ich ganz ehrlich. Und die Blue Moon Corporation. Oh Gott. Alle Mann hier runter. RIP. Bobby, mach einen Strom an. Sie haben Trinket getötet. Ihr verdammten Schweine. Verdammt, warum hat der keinen Strom? Okay, jetzt reicht's. Kampfbefehl. Ihr miesen Dreckschweine. Ihr miesen kleinen Dreckschweine. Ich glaube, das war's, oder? Okay. Gefangen nehmen. Gefangen nehmen. Gefangen nehmen. Rest löscht. Alter. Ihr miesen Dreckschweine. Lasst sie leiden. Ihr sollt nicht weglaufen jetzt vom Feuer, bitte. Da sind so viele Küken jetzt. No! Was ist denn jetzt los? Ist da noch einer unterwegs? Nee. Er ist Cosplayer, der Kojote. Irgendwo... Da ist noch einer! Schieß den kaputt. Jawohl. Das miese Dreckschwein. So, wir brauchen... Die müssen noch geheilt werden, ne? Tod in 2 Stunden. Just me. First Aid. Isasi? Nee. Cabo? Nee. Doch, Cabo. Okay, wird schon. Okay, Cabo ist schon unterwegs. Gut. So, schauen wir uns die mal an. Diese miesen Dreckschweine, ey. Alle entkleiden. Bringt Rüstungen.
Sie haben Trinket getötet. Und hier brennt es noch immer in der Bude. Oh. Gut, dass wir den noch entkleidet haben. So, wir brauchen jetzt natürlich erstmal wieder Strom hier. Oh Mann. Der ist auch schon geheilt, der Ewing, ne? Ja. Oh, Psychoidblätter, sehr schön. Und wir müssen den Lastenheber wieder ins Leben zurückholen. Oder auch nicht. Okay. Weil wir keinen Strom mehr haben. Okay, also es muss jetzt gemacht werden. Wolfi muss jetzt delivern. Wir brauchen dieses Kraftwerk. Sonst kommen wir da nicht mehr voran. Sie haben einen Moment der Schwäche ausgenutzt, als wir gerade keinen Strom mehr hatten. Aber wir werden stärker denn je zurückkehren und ich sag's euch, ich werde die Blue Moon Corporation angreifen. Das wird brutal werden, es wird Tote geben. Aber wir werden das machen. Für Trinket! Für Trinket! Ich glaube, zur Zeit können wir gar nicht mehr züchten, ne? Wir haben keine... Unsere Wiesen-Aves sterben irgendwie wie die... Fliegen gerade. Ah, Ewing hat eine Wundinfektion. Das ist ja wunderbar. Ah doch, wir haben noch ein paar kleine da. Das ist ein Wanda zum Beispiel, ist ein Weibchen, ne? Das ist gut. Hier sind ganz viele kleine Küken noch unterwegs. Also ich glaube, die Königlichen, ich weiß es nicht, was ich mit denen jetzt anfangen soll. Die können nicht mal reiten. Das ist so blöd, dass wir die nicht reiten können. Ich dachte, das wären auch Reittiere, weil es sind halt auch Aves. Und ich dachte mir, Ave ist Ave und Ave kannst du reiten, aber nö. Ave ist nicht gleich Ave. Offensichtlich. Toll. Okay, Bobby. Bau. Das muss jetzt dringend gemacht werden. Der muss jetzt fertig werden hier. So, wir haben die Skip erforscht. Wunderbar. Bio verhungern 4,7%. Das muss jetzt fix gehen. So, Kraftwerk steht. Stopp. Man muss jetzt die Stromleitungen bauen hier. Ich lass dich jetzt nicht gehen, Bobby. Du bleibst da. Du machst jetzt diese Strom... Du machst jetzt diese Stromleitungen hier. Er will zurück, aber er darf nicht. Nein! 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 Ja! So, schauen wir mal. Passt das jetzt alles? Ja, sollte passen. Das heißt, ja, jetzt haben wir wieder Plus.
Wunderbar. Was hat sich der Akuma hier aufgesetzt? Ach, den Marinehelm hat er sich gegönnt. Alles klar. Da sie hat ein Psylink-Level gewonnen. Nice. Dann können wir hier Richtung Aufladen gehen. Ey, das ist echt so schade mit diesen königlichen Wiesen-Aves. Das nervt mich so krass. Ja, das wird jetzt nochmal eine bisschen blöde Nacht, aber alles gut. Hummelwanderung, jawohl. Bzzz. So, jetzt gibt es wieder was zu tun hier. Jetzt kann man wieder Bauteile herstellen. Wird nie langweilig, oder? So, 7 Stunden, dann gibt's das, kann man das Ritual durchführen. Überlebt die Person? Ja, wird's überleben. Leider. Aber hauen wir sowieso in den Rip-Scanner rein. Organe entnehme ich nicht. Warum mache ich es nicht? Weil ich es als Cheating empfinde. Weil wir ja Mods haben, die dann diverse Debuffs ausstellen. So, die Nichte von Aurora und die Enkeltochter von Cooper kommt. Ja, schön. Sag mal, wo ist eigentlich der Putzhelfer? Wir haben keinen mehr. Was? Ach, den Putzhelfer hat es natürlich erwischt, klar. Den wichtigsten hier. Den hat es natürlich erwischt. Hör mal schon, ja. Gut, Ewing. Tschüss. Mach's gut, Ewing. Wir hassen dich. Ja, ich habe so viel Geld für die königlichen Wiesen-Aves ausgegeben. Ne? Die sehen auch total cool aus, aber wir können die nicht reiten. Damit sind die echt nutzlos für uns, wenn wir die nicht reiten können. Es ist hart, aber es ist halt so. So blöd, ey. Das ist ja so blöd. Mach ich eine Premium-Raptoren-Zucht auf, ey. Wenn das nicht klappt. So, die Anbetung des Archons ist möglich. Dann würde ich sagen, machen wir das da, oder? Let's go. Blask rockt das Ding. Habe ich gehört. Yay, ein Sandstein-Meteorit, hurra. Oh, ich wollte schon immer Sandstein haben. Wir haben einfach kein Glück, wir kriegen keinen Himmelsstahl, ne? Er will einfach nicht kommen, der Himmelsstahl. Das, was wir am meisten bräuchten. Naja gut, immerhin haben wir jetzt hier einen gescheiten Händler wieder. Da können wir tatsächlich ein bisschen was machen. Also, was heißt ein bisschen was machen? Viel geht da auch nicht jetzt, aber können ein bisschen Stahl kaufen, ne? Bisschen Stahl. Haben sie Bauteile? Haben sie ein paar Bauteile? Gibt's auch ein paar? Komm, nehmen wir auch mit.
Nehmen wir auch mit. Vogelleder geht raus. Reicht. Glaube ich. So. So, Flask macht's höchstpersönlich. Der Chef, hier ist noch der Chef am Schlüssel, weißt du? 46 Stahl wieder angekommen, wunderbar. So. Rein. In die gute Stube. Oh, ich hoffe, der ist bald fertig, du. Ah, das dauert noch. Der Putzhelfer braucht noch ein bisschen. Bis dahin ist noch dreckig hier. Aber der Putzhelfer macht das dann schon, ne? Sobald er mal fertig ist. Oh nein, Ewing ist tot. Wie verdammt schade. Intellekt 8, ne? Eigentlich, Zumi ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir werden Zumi rekrutieren. Wir holen uns Zumi. Als Forscher. Das ist gar nicht so doof, glaube ich. Hier können wir, glaube ich, auch wieder einschalten. Verteidigung ist richtig und wichtig. Ja, das passt wieder. Nachts gibt es ein bisschen Minus, aber tagsüber passt das alles. Alles prima. Premium Raptor geht's auch gut, ne? Ja, der Kleine. Ich mache eine Premium Raptorenzucht auf, ich sag's euch. Ah, Alice Cooper wischt hier mal feucht durch. Das ist wunderbar. Super. Alice Cooper, woo. Müssen wir eben gucken. Wir haben hier, die haben hier teilweise 100 Waffen dabei. Mal kurz durchgehen. So, das passt schon mal. Warte mal, ist echt... Waffen braucht ihr doch alle gar nicht. Die können wir doch verkaufen, Leute. Der alte Feuerwehrmann Wolfi hat auch sehr viel dabei. So, passt. Oh ja, Quaderhausen. Neurale Berechnungen. Sehr schön. Gehen an Akuma wieder mal. Der muss hier lernen, ne? Oder können wir die gar nicht mehr? Ich glaube, wir haben die schon fertig erforscht. Das heißt, die können wir dann verkaufen oder so. Passt. Wunderbar. Ich werde jetzt mal einen kurzen Cut wieder machen, weil es passiert jetzt nicht so viel. Es wird ein bisschen gebaut, ne? Aber so wirklich... Essentielles wird jetzt nicht passieren hier. Das heißt, wir warten ein bisschen ab. Ich darf echt nicht auf Pause drücken. Ich darf nicht auf Pause drücken. Immer dann passiert irgendwas Schlimmes. Ach, du grüne Neune. Was ist das denn? Just me. Oh, erstmal, warte. So, jetzt. Gut, wir greifen diese Mech-Fabrik erstmal an. Jawohl.
Ah, da kommen noch ein paar dazu, wie schön. Freude. Oh. Ups. Ja, die machen das aber gut, finde ich. Die machen das hervorragend. Jasmin, du musst dringend auf den Mörser feuern. Da ist ein Mörser. Der muss zerlegt werden. Ja, der schießt mich jetzt zurück. Na, ja, Mörserkrieg. Bums. Nochmal. Bums. Nochmal. HSBs, ne? Die ist so krass. Die ist so krass. Ich sag's euch. So, wir wollen die Türme zerlegen. Das ist das Wichtigste. Hier ist auch ein bisschen Action gerade. Das ist wunderbar. Die wird jetzt hier nicht getroffen, ne? Okay. Ich dachte, das Ding hier wird die treffen, aber... Au, Bobby hat's erwischt. Schlecht. Ey, die können die nicht treffen von hier aus, ne? So, hier, just me. Wieder 10 Sachen gleichzeitig. Raus. Wieder rein. Bobby, erhol dich. Oh nein, oder? Just Me feuert jetzt nicht. Gott! Sie hat's getan, ja. Sie hat's getan. So, der muss nur weg. Und dann haben wir das Ding. Yes! So, die Energiezelle wollen wir haben. Das wollen wir abreißen, das wollen wir abreißen. Die ganzen Sachen wollen wir haben. Ein paar Verletzungen gab's. Aber ist alles gut. Alles gut. Die werden vom Premium Raptor gefuttert. Das passt schon. Aber meine Lieben, das soll es wieder sein für diese Folge. Das soll es gewesen sein, wollte ich sagen. Ich würde sagen, das lief gut. Ja. Die Mechs gut abgewehrt hier, vor allem mit Just Me. Die macht das echt hervorragend. Das ist der Wahnsinn. Die hat so hart drauf einfach. So. Rechter Mittel-C macht nichts, alles gut. Das war's. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Gebt einen Like, schreibt einen Kommentar. Das wäre doch gar wunderbar. Habt noch einen schönen Tag. Ciao.